Liebe Leute, es ist wieder Unboxing-Time und ihr seht's, wir haben hier auch schon wieder ein schönes handliches Paket stehen. Wir gucken mal auch direkt, was da drin ist. Ich nehme es vorweg, das Ganze kommt von der Firma Sänger bzw. Unicat. Schauen wir hier mal alles aus. Und wie ihr es unschwer erkennen könnt, handelt es sich um eine Tasche. Und zwar nicht um irgendeine Tasche, sondern um den Unicat Gear Carrier 1. Der Gear Carrier ist eine Tasche, in der ihr allerlei Ausrüstungsgegenstände verstauen können sollt. Und das Ziel dabei ist es, dass die auch vom Wasser geschützt verstaut werden können. Die Tasche hat dazu einen ziemlich robusten und auch wasserdichten Boden, was vor allen Dingen dann interessant ist, wenn man mit einem Schlauchboot moved und immer wieder Wasser im Boot stehen hat, weil es mal geregnet hat oder aus anderen Gründen, wenn man einmal Wasser über den Fisch geschüttet hat, dann steht immer ein bisschen Restwasser unten drin. Eure Tasche steht in dem Wasser beim Moven und bei Taschen, die keinen wasserfesten Boden haben, zieht sich das Wasser rein und der Inhalt wird nass. Das passiert euch bei dieser Tasche auf keinen Fall. Und wenn es dann mal ganz hart wird und ihr wirklich im strömenden Regen moved und alles unter Wasser steht, habt ihr hier in einem extra dafür geschaffenen Fach einen Sack dabei, den ihr komplett über die Tasche legen könnt. Ich versuche das mal gerade hinzuschieben. Und könnt die Tasche so optimal vor dem Wasser, was von oben kommt, schützen. Das heißt, ihr habt den Bodenbereich geschützt, weil der Boden wasserdicht ist, habt den oberen Bereich plus die Seiten abgedeckt durch den Sack, der dabei ist, und so kann euren Inhalten, die in der Tasche enthalten sind, nichts passieren. Ja, gucken wir mal weiter. Platz habt ihr in der Tasche wirklich en masse. Ihr habt beispielsweise ein wirklich sehr großes Hauptfach, das auch nochmal mit diesen Trenneinheiten untergliedert ist. Die sind über einen Klettverschluss reingesetzt. Das heißt, man kann sie auch jederzeit entfernen. Man hat dann wirklich einen richtig großen Stauraum, in dem alles Platz findet, was man zum Wallerangeln braucht. Und wem das noch nicht genügt, der hat die Option, entweder eine der beiden Seitentaschen zu befüllen oder die Fronttasche oder eben alle Taschen. Also ich bin der Meinung, man sollte beim Welsangeln sowieso immer nur das Nötigste dabei haben, um sich die Flexibilität zu behalten. Und wenn man hier nicht alles reinkriegt, was man zum stationären Wallerangeln braucht, dann hat man eindeutig zu viel Material dabei. Was noch dazu kommt, ist dieser Deckel. Das ist auch nicht irgendein Deckel, sondern man sieht, der ist stabil. Das heißt, man spart sich komplett den Divi-Table, den man normal vielleicht auch noch mitschleppen würde, um darauf irgendwelche Sachen abzulegen oder Montagen zu binden. Das Ganze kann auch auf dieser Tasche passieren. Wir haben sogar hier einen extra erhöhten Rand. Der sorgt dafür, dass wenn ihr Montagen am Binden seid, die einzelnen Teile nicht runterrollen, weil es wird oft so sein, dass die Tasche irgendwo am Berg steht und das Ganze runterrollen kann. Dem wird durch diesen Rand entgegengewirkt. Also für mich macht die Tasche summa summarum echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich glaube, die ist genau auf die Bedürfnisse ausgelegt, die man beim stationären Wallerangeln hat. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Schlauchboot unterwegs ist und oft im Kontakt mit Wasser steht. Um die Tasche zu tragen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt einmal den normalen Tragegriff und ihr habt zusätzlich noch die Option, diesen Schultergurt anzubringen. Der ist hier über Klippverschlüsse befestigt. Den könnt ihr entweder dran machen, wenn ihr ihn braucht, oder auch weglassen, damit er euch nicht stört. Und mit dem könnt ihr halt die Tasche extrem gut schultern und selbst wenn sie dann mal ein bisschen schwerer ausfällt, könnt ihr die so super transportieren. So, die beste Nachricht kommt zum Schluss. Ihr könnt diese tolle Tasche zum Wallerangeln gewinnen. Was müsst ihr dazu machen? Ganz einfach, ihr kommentiert in die Kommentarspalte dieses Videos, warum gerade ihr die Gewinner sein solltet, beziehungsweise was gerade ihr mit der Tasche machen würdet und wo ihr sie beim Angeln einsetzen würdet, und nehmt so automatisch an der Verlosung teil. Und damit ihr auch an jeder Verlosung, die zukünftig stattfindet, teilnehmen könnt und nichts mehr verpasst, was auf unserem YouTube-Kanal geschieht, in Form von Gewinnspielen oder diversen Videos,
lasst bitte ein Abo da, abonniert unseren YouTube-Kanal, aktiviert auch, und das ist wichtig, bitte die Glocke, denn dann bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung, dass was Neues auf unserem YouTube-Kanal passiert ist, und so seid ihr immer up to date und könnt alles verfolgen, was wir bei YouTube so treiben. Ja, damit würde ich mich verabschieden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Unboxing und bis dahin viel Erfolg am Wasser. Viele Grüße, euer Hannes.